Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WWE 2K18 Universe Modus. Es ist die letzte Woche im Monat Juli, wie wir zu sehen bekommen. Heißt also, im August geht's knackig weiter. Wir sehen endlich mal wieder ein Takeover-Pay-Per-View und natürlich den SummerSlam. Also es wird sehr, sehr interessant in den nächsten Tagen. Ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt mal direkt in Raw rein. So, und da sehen wir im Opener, die EWO trifft auf American Alpha und die EWO gewinnt. Dann haben wir das B-Team, sie treffen auf Kurt Hawkins und Mark Barrett, alles klar. Und AOP mischen sich da ein und die scheinen hier sich jetzt mit dem B-Team ein bisschen in der Wolle zu haben. Auf jeden Fall Bobby Roode, Simone, Alpha, Mojo, Rawley in einem Triple Threat Match setzt sich Bobby Roode durch. Elias gegen Seth Rollins. Seth Rollins gewinnt, Bayley gegen Mickie James. Bayley gewinnt und dann das Match, was wir gestern gesehen haben, wo uns Sami Zayn attackiert hat, deswegen gibt es heute das Rematch, ist ein No-Holds-Bad-Match und ja, da werden wir Sami Zayn heute mal ordentlich was zwischen die Backen geben. Ja, auf jeden Fall für die Attacke gestern mit dem Baseballschläger, was ist eigentlich mein Baseballschläger? Er hat mich quasi in meinen eigenen Waffen geschlagen, dafür wird es heute definitiv für Sami Zayn die Revanche geben. Also der kann sich darauf einstellen, dass hier ordentlich heute was scheppern wird. Da ist er auf jeden Fall auf dem Weg zum Ring. Ich würde sagen, hier. Auch wenn wir können, doch hier. Da lassen wir uns nicht lumpen. Das ist ECW, Junge. Das ist ECW. Wie weit ist denn der schon bitte da vorne? Jetzt setzt der. Ach komm, ey. Es geht nicht. Warum? Ich will ihn da wegschlagen, Mann. Es geht nicht. Jetzt geht's. So. Heidewitzka, Herr Kapitän. Das geht ja schon mal gut los. Warum waren die schon so weit vorne, bitte? Geh rein mit deiner Mütze. Sami Zayn. Ich hab echt hier spallert für die Aktion gestern. Weiß wohl nicht, wer ich bin, hä? Du hast wohl nicht die Evoverse-Folgen geguckt. Von. War jetzt eigentlich dumm, das wollte ich gar nicht. Von Staffel 3, wo es ECW gab. Anscheinend nämlich nicht. Oh, da ist der Konter von ihm. Mal endlich mal wieder ein bisschen die Wutz rauslassen. Okay. Wir warten einen kleinen Moment. Dann lassen wir die Wutz raus. So, Sammy. Nein! Was geht denn mit ihm ab? So, jetzt war der Konter endlich mal von uns. Echt, es piept hier. We want tables. We want tables. Schauen wir mal, ob wir welche finden. Ich glaube es aber leider fast nicht. Was wird denn hier sein? Wahrscheinlich nur so ein blöder Baseballschläger wieder. Was ist das denn? Gar nichts. Komm, holen wir halt die Leiter. Die Treppe. Warum sage ich eigentlich mal Leiter zur Treppe? So ein Dauerproblem von mir. Weil es war auch schon ein bisschen. Komm her! Sitzt da doch wie angegossen, das Ding. Oh, er kontert! Mein Signature! Ach, zu früh. Ja, Hauptsache, ich hab schon gelb. Er steckt nur mit dem Knüppel ein, aber ich hab schon gelb. Hier, da müsste der Stuhl sein. Oh, gekontert. So, dann geht's jetzt aber mit dem Flatliner hier hin. Sami Zayn. Was ist los, hä? Rache für gestern, Junge. Mal gegen den Stuhl. Ich sag's dir. Mach keine Scherze mit mir, mein Freund. Kann ich nicht drüber lachen. Ist das wilde Tier in mir geweckt? So, und der Einroller. War nicht das einzig Schlaue, was ich machen konnte. Sonst hätte er mich wahrscheinlich attackiert. Kommt aber raus.
gucken, was wir hier noch so finden. Oh, Triple H sein Hammer. So, und da ist der nächste Signature. Oh. Sitzt der auch noch? Warum kann ich mir eigentlich jetzt nicht rausrollen? Nein, der hat ein Comeback. Oh, er kontert wieder, er kontert wieder. Jawohl, Valenti, ich hab's geschafft, Junge. Du hast gesagt, das geht nicht und ich hab's hinbekommen. Ich hab das Comeback gekontert. Ja, Mann. Komm, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Give me some more, der Flatliner. So, my friend, Sami Zayn. Hier ist zwar kein Tisch draußen, aber ich wünsche dir... Oh nein. Ich würde dir trotzdem jetzt eine gute Reise nach draußen wünschen. Zum Glück haben wir zwei gehabt. Boom. Sagt der Valenti zu mir, man kann das Comeback. Das, ich bräuchte mir gar nicht die Mühe machen. Ich würde sowieso nicht hinbekommen, das Ding zu kontern. Zack. Klappt direkt. Gott, man, der ist komplett am Ende. Probieren wir mal den Pinfall. Eins. Zwei. Und das reicht, um Sami Zayn zu besiegen. Weil ich gar nicht so schlecht war, aber anscheinend wirklich dieser Oh My God Move, das war jetzt der Killer am Ende. Aber ich denke mal, der wird sich nicht mehr trauen, mir irgendwas zu tun. Ich hoffe jetzt mal, dass da keine Fehde draus wird. Wir haben wichtige Dinge zu tun hier. Im nächsten Monat. Ey. Kommt zum Glück kein Handshake oder so. Ich werde ihn jetzt auch nicht ab- oder attackieren noch nach dem Match. Weil sonst fördern wir das natürlich noch, dass da eventuell doch noch was draus wird. Aber auf jeden Fall Sami Zayn. Das war Shitplex City, Junge. Und das ist auch das. Ich hoffe, Brock Lesnar hat zugesehen. Das ist nämlich auch das, was ihn erwarten wird. So ungefähr. So, Leute. Und dann gucken wir uns heute direkt noch ein Match bei Raw. Denn Dean Ambrose, er ist wieder im Asylum. The Ambrose Asylum is back. Und er will sich heute den Titel von Baron Corbin zurückholen, den er beim letzten Pay-Per-View verloren hat. Einzug ein, Schwung schnell. Los geht's. So, Jojo steht mal wieder hier und quatscht. Und da warten wir auf Dean Ambrose. Wir haben wie ihn wieder das Asylum-Outfit verpasst. Der Mann ist zurück. Der will seinen Titel zurückhaben. Vor allem von Constable Baron Corbin. Diese Lachnummer. Alter, bei uns geht gerade mega das Unwetter ab, Leute. So, und da kommt Constable Baron Corbin. Das will ich jetzt mal sehen, wie das beim Einzug aussieht. Okay, sieht gar nicht so cool aus. Das steht auf jeden Fall. Na komm, das reicht. Normalerweise, ohne Mist, bei Gewitter mache ich nochmal alle Geräte aus. Ich bin da irgendwie total altmodisch. Ich weiß, dass es hier Blitzabweiser gibt oder so. Aber, keine Ahnung. Das ist einfach eine Sache, wo ich Respekt vor habe. Mal bei uns im Ort ist mal hier vor ein paar Jahren beim Nachbar der Blitz wirklich eingeschlagen. Da hat es richtig gequalmt. Kam auch Feuerwehr und alles. Deswegen, man muss es ja nicht herausfordern. Oh, Dean Ambrose. Und Constable Baron Corbin. Komm, legen wir los. Sag Dean Ambrose, komm her, ich mach dich fertig. Laber nicht, ein Handshake. Ich hasse dieses Spiel. Ein Handshake, Respekt für Baron Corbin. Alles klar, wie realistisch war das denn gerade? Das würde weder Dean Ambrose noch Baron Corbin machen. Aber Dean Ambrose direkt mit dem besten Start. Weil man was sagen muss, der hat ja auch letztens eigentlich den Matchanfang deutlich dominiert. Hat aber dann echt überraschend seinen Titel verloren. Eigentlich hier, was wir mit Ambrose gemacht haben, hier für Raw ist das verschwendet. Das hätten wir irgendwie beim Pay-Per-View machen sollen oder so. Ja, da zeigt das nochmal an, den Ambrose. He's back. Welcome to the Ambrose Asylum. Also Baron Corbin steckt gerade mal ordentlich ein.
Alter, hört ihr diese Regentropfen? Ich habe eben Wäsche im Garten aufgehängt. So, auf jeden Fall jetzt Baron Corbin am Drücker. Ja, jetzt Corbin mit dem Konter. Alles klar, Gewitter ist da und ich nehme hier schön WWE auf. Und da ist schon Dirty Deeds. Da ist schon Dirty Deeds gegen Baron Corbin, aber das wird noch niemals reichen. Eins, zwei. Hey, da kommt Corbin noch direkt raus. Ambrose steigt da aus, mittlere Seil. Und der nächste DDT, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Ich gucke ja so ein bisschen halb aus dem Fenster, weil es hier gerade mega abgeht bei uns. Also wenn Ambrose sich den Titel heute nicht zurückholt, verstehe ich es nicht. Alter, was geht denn ab? Ich glaube, das hagelt hier bei uns wie noch was. Holy shit, ey. Meine Wäsche. So, jetzt Corbin wieder dran. Alter Schwede. Das zischt mal ordentlich. Entschuldigung, dass ich mich gerade null auf das Match konzentriere, aber es ist gerade echt heftig hier, was hier bei uns gerade runterkommt. Für so Fälle müsst ihr eigentlich mal mit Facecam aufnehmen. So, jetzt Corbin. Zeigt er den End of Days? Yo. Ist das die Entscheidung? Glaube ich nicht. Ambrose kommt da mindestens noch einmal raus. Baron Corbin gewinnt. Baron Corbin gewinnt. Das kann doch nicht wahr sein. Baron Corbin gewinnt und damit ist Ambrose Asylum total verpufft. Das darf doch nicht wahr sein. Ein Move von Baron Corbin reicht aus. Einmal End of Days und Dean Ambrose verliert. Oh mein Gott. Tja, Dean Ambrose. Das war's. So, dann gucken wir uns nochmal die News an, was hier drin steht. Aber gar nichts. Rivalitäten haben wir aktuell auch keine. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, was das bedeuten wird. Dean Ambrose geht im Ranking auf den letzten Platz. Mal schauen, ob wir ihn vielleicht jetzt ins Universal Ranking reinpassen, damit dort auch ein bisschen was passiert. Auf jeden Fall Zack Ryder, neuer Hauptherausforderer. Achso, ich sollte vielleicht auch mal die Rankings zeigen. Hier hat sich natürlich nichts geändert. Bobby Roode, doch, der hat einen Platz gut gemacht. Aber das ist ja mal echt, ein dickes Ding. Dean Ambrose verliert jetzt zweimal gegen Baron Corbin. Oh mein Gott, was ist hier bei Raw momentan los? So, dann gehen wir mal zu SmackDown rüber. So, AJ Styles, Samoa Joe und David Cole in einem Triple Threat Match im Opener. Samoa Joe gewinnt. Naomi hält eine Promo, wird von Becky Lynch unterbrochen. Dann hätten wir The Bar treffen auf die Usos. Die Usos gewinnen. Andy Russ und Jack White in einem Einzelmatch. Es setzt sich Andy Russ durch. Jeff Hardy gegen Big E. Jeff Hardy gewinnt. Shinsuke Nakamura gegen Randy Orton. Randy Orton gewinnt. Dann hätten wir noch Samoa Giant gegen The Miz. The Miz gewinnt. Achso, und das war's schon. Entschuldigung, ich dachte, da kommt noch was. Das war schon der Main Event. Stimmt, da war ja die Promo mit dabei. Habe ich jetzt ganz vergessen. Gucken wir mal in die News rein, ob da was drin steht. Auch nix, nur vom Pay-Per-View vom Juli. Wir haben auch keine Rivalität aktuell hier. Aber Entwicklung auf jeden Fall. Championship-Ranking, da gucken wir natürlich rein. Wo der Samoan Giant aktuell Hauptherausforderer ist und ja auch den Money in the Bank-Koffer hat. So, dann hätten wir noch hier die Frauen. Und ja, einmal das Tag-Team-Ranking, wo ja der Cold Club nicht mehr die Titel hat. Was auf jeden Fall echt überraschend war. Nächste Show, wir gehen zu Main Event. So, Ella Lil, der Warlock und Atsu. Atsu gewinnt Francisco Valeska gegen den Jordan. Francisco Valeska gewinnt Roy Kingsley gegen Mark Barrett. Roy Kingsley gewinnt Samoan Alpha gegen Jack White. Jack White gewinnt James gegen Andy Russ.
Andy Ross gewinnt Samoan Giant, Bobby Fish, David Cohen, Leon Robinson, es setzt sich Samoan Giant durch. Black Invasion trifft auf die EWO, es setzt sich die Black Invasion durch. So, News brauchen wir natürlich nicht gucken, das heißt, wir gehen zu NXT rüber. So, Marco trifft auf den Luke, es setzt sich Luke durch. Steve und Steven gegen Tucker Knight und Otis Dosovic. Steve und Steven gewinnen. Mein Hund bellt gerade, lass mich nicht dran steuern. Leo gegen Zack, es setzt sich Leo durch. Austin the Sheriff trifft auf Cassius Ohno. Cassius Ohno gewinnt. Kyle O'Reilly, Roderick Strong treffen auf Shane Thorne und Nick Miller. Kyle O'Reilly und Roderick Strong gewinnen. Undisputed Era geht weiter. Eigenwerbung von Tommy wird von Tommaso Ciampa unterbrochen, der auch da erfolgreich ist. Was gibt meinem Hund denn ab? Und Adam Cole gegen Bobby Fish und es setzt sich Bobby Fish durch. So, gucken wir hier mal, was in den News drin steht. Ja, zwei Sachen. Das Match von Adam Cole ging furchtbar schief, nachdem Johnny Gargano versucht, ihn abzulenken und in den Kopf seines Rivalen zu gelangen. Kyle O'Reilly und Roderick Strong reagierten mit einem eigenen Angriff gegen Shane Thorne und Nick Miller. Hier finde ich es ein bisschen schade, weil es gibt ja Undisputed Era, dass, obwohl es ein Stable gibt, es überhaupt mal nicht mal eine Attacke oder sowas hier so in den News gibt, hier gegen Johnny Gargano. Total bescheuert eigentlich. Steckt so viel Potenzial hier in dem Modus drin, aber die Entwickler machen leider nichts draus. So, dann gucken wir mal. Aha, Championship-Ranking wollte ich ja gar nicht zeigen. Stimmt. Es gibt ja gar keine Championship-Rankings, weil Takeover ansteht. Übermorgen. Also, gehen wir zu TXN. Wo Somzi und Velveteen Dream die Show eröffnen. Somzi gewinnt, Dakota Kai gegen The Queen Anne gewinnt. Dann Ben Punk, Bayer und Killer Bear. Es setzt sich Ben Punk durch. Ace Winchester gegen Easy 3. Es setzt sich Ace Winchester durch. Z-Nex nochmal mit einer Promo. Wird von Daddy Wolf unterbrochen, der natürlich, glaube ich, seinen Titel zurückhaben will. Dallas Army gegen den Flynn, setzt sich Flynn durch und Ricochet trifft auf den T-Man im Main Event und Ricochet gewinnt. Ja, dann gucken wir mal, ob wir noch was in den News drinstehen haben. Nur Dakota Kai, okay, das interessiert keinen. Rivalitäten. Echt, die haben eine Rivalität. Achso, die geht schon länger? Okay, zwei Wochen habe ich irgendwie nie mitbekommen. Oder ich erinnere mich zumindest nicht dran, dass die eine Rivalität hatten. So, Champions, das könnt ihr natürlich nochmal gucken, aber mehr auch nicht. Wir gehen zu Saturday Night's Main Event rüber. Letzte Show für heute. So, Daniel Reigns, Sami Zayn gegen Austin the Sheriff und Leo. Daniel Reigns, Sami Zayn gewinnt, Kevin Miller, Daddy Wolf und Ghost in einem Match. Daddy Wolf gewinnt, Steve und Steven gegen Somzi und Samurai. Somzi und Samurai gewinnt, Ace Winchester gegen den Luke. Luke gewinnt, Flynn gegen Tommy. Tommy gewinnt, Dallas Army gegen Atsu. Atsu gewinnt, Samoan Giant im Main Event gegen Shinsuke Nakamura und setzt sich Samoan Giant durch. Ja, dann gehen wir zur nächsten Show, beziehungsweise zur nächsten Woche und nochmal, beziehungsweise zum Ende der heutigen Folge, denn das war's schon wieder. Wir gucken mal ins Power Ranking rein, wo Daddy Wolf wieder auf Platz 1 und Z-Next, also hier die zwei Nummer 1 und 2, beziehungsweise Nummer 2 und 1, dominieren vorne. Auf jeden Fall, ja, wenn es euch heute wieder gefallen hat, lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Leistung von Dean Ambrose zum Beispiel gehalten habt. Joint gerne auch mal auf meinem Discord-Server, Link dazu in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch über andere Themen quatschen als nur über Wrestling, also je nachdem. Oder man kann sich dort für andere Spiele verabreden oder auch zum Spielen mit anderen Evoverse-Teilnehmern, dass man online eine Runde zusammen zockt. Also das ist eine sehr, sehr gute Anlaufstelle, wo sich schon viele, viele Freundschaften gefunden haben. Würde mich also sehr, sehr freuen, wenn ihr auch noch dort mal vorbeischauen würdet. Ansonsten jeden Tag um 12 Uhr gibt es eine neue Folge vom WWE 2K18 Universe-Modus. Dort könnt ihr natürlich auch noch dran teilnehmen. Ihr braucht eine PlayStation 4. Und dann schaut ihr mal in die Videobeschreibung, wo ihr natürlich auch noch den Link zu meinem Discord-Server findet. Aber ihr findet auch den Link zu den Teilnahmedingungen. Da ist nämlich ein Video verlinkt, das ist das erste Video. Dort wird erklärt, was euer Charakter alles erfüllen muss. Also was maximal das Rating ist und solche Dinge. Und im zweiten Video wird erklärt, wie ihr einen Wrestler richtig hochladen könnt, damit ich ihn auch finden kann. Und nochmal der Tipp von mir, beziehungsweise der Tipp, schaut euch wirklich das Video komplett an, das mit den Teilnahmedingungen. Dann sollten auch keine Fragen offen sein, was der Charakter erfüllen muss und was verboten ist. All diese Dinge werden dort eigentlich beantwortet. Und ja, wenn ihr das alles dann gemacht habt und euer Charakter erfüllt alle Bedingungen, dann wird er auch hier in den Modus hinzugefügt. Ich bedanke mich jetzt bei euch allen dann, dass ihr reingeschaltet habt. Hoffe, ihr seid dann morgen wieder mit dabei. Um 12 Uhr geht's weiter. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.